Mein Freund, die fünf effektivsten Tricks für Fußballer, Peace out, geiles Rabis. Mein Name ist Harry Hörst, ich bin der bekannteste Fußball-Trainer in Deutschland. Ich will, dass du meinen Kanal abonnierst, wenn nicht, ja, wer kacke, von dem her zeige ich dir heute die fünf Tricks. Lass uns beginnen, mein Freund. Here we go. Die erste Finte, die super, super klappt, ist die ganz einfache Körpertäuschung. Was wichtig ist, dass du hier andribbelst, der Fuß hier schnell wegkommt, du seitlich weg gut rüberkommst und dann den Abschluss schnell suchst. Schau hier auch extrem lange auf die Füße des Gegners. Dribbel an, schau ihn an, schau ihn an, schau ihn an. Machst du tak, tak, gehst weg. Und dann hat er keine Chance, wenn du sauber flüssig machst. Das ist die erste effektive Finte, die so gut wie immer, immer klappt, mein Freund. Immer, immer. Und dann würde ich sagen, die Finte jetzt noch mal an unser Inter Mailand-Spiel ausprobiert. So sieht's aus. Alright, mein Freund, nächste Finte. Ja, hat man auch wieder Mbappé gegen Bayern gesehen. Ist Mbappé-Finte. Übersteiger rein, okay, zuckt nicht, Körpertäuschung weg, nach innen ziehen. Zum Abschluss kommen oder noch mal irgendwie ein paar Spiele, um noch mal Überzahl zu schaffen. Das ist die nächste Sache. Was hier wichtig ist, dass wirklich schön in die Breite gehst, sehr breit, zack rein, er reagiert schon, zack nochmal rein, schön rausgehst und dann kommt eine fließende Anschlussaktion. Das Ganze nochmal mehr mit Tempo, geh auch wirklich schön in die Knie, wie es Mbappé macht, ist wirklich extrem schnell, ja, der geht hier, zack, 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 macht das hier extrem schnell und dann kommt hier nochmal der saubere Abschluss rein oder eben, wie gesagt, eine andere Anschlussaktion. Das ist einer der fünf effektivsten Tricks im Momentan, die du sehen wirst und selber daran ja, vorbeikommen wirst an Gegnern. Bleib dran und sei gespannt, was 3, 4, 5 ist. Nächste Finte ist die La Croqueta-Finte, die auch Musiala im Moment extrem oft macht. Ich habe gestern das Spiel angeschaut gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, in dem Spiel hat er die Finte allein 3, 4 Mal gemacht. Unglaublich effektiv hier reinkommen, schön wegkommen vom Gegner, mit dem anderen Fuß den Ball wieder nach vorne mitkontrollieren. Dann kommt wieder eine saubere Anschlussaktion. Super geil, schau wirklich, dass du auch hier weit wegkommst, ja, vom Gegner, weil dann ziehst du den Ball so weit mit nach außen, dass der Gegner eigentlich da gar nicht rankommt. Mega geil ist, dass du hier auch deinen Körper drin hast, ja, kannst auch noch schön faul ziehen oder dich hier eben durchsetzen, abdrücken und dann bist du hier weg. Das Ganze nochmal schneller, flüssiger, let's go, mein Freund, here we go, ja, andribbeln, andribbeln. Oh, gepannert. Hast du auch gesehen, ich auch. Bruder, ich denke mir jedes Mal, Sané macht immer das Gleiche, aber er macht es wahnsinnig gut. Zieht hier so ein bisschen rein, ja, man denkt so ein bisschen, zack, jetzt ein bisschen rein, denkt er passt oder schießt und dann geht er nochmal longline hier, Haken, weg. Finde die auch unglaublich gut klappt. Schau auch wirklich, dass du hier, wenn du hier reinziehst, so ein bisschen Kopf nach oben nimmst, als würdest du, ja, antäuschen, würdest du passen, dann gehst du wieder schlagartig Linien lang und dann kommt wieder die Anschlussaktion und dann machst du den da oben rein. Irgendein Lukas Podolski-Schuss oder kannst ihn auch nochmal ablegen in die Mitte quer. Jetzt hier nochmal Schuhbind-Tutorial, wie in den letzten Videos auch schon. Ja, du machst eine Schlaufe, hier die zweite, nimmst du hier, machst sie so über Kreuz, nimmst sie dann durch das Loch, ziehst fest an und hast hier einen Knoten nochmal, mein Freund. Und schreib mir mal in die Kommentare, wie, ob du auch die Schuhe binden kannst, so wie ich. Alright, mein Freund. Letzte Finte, und das ist die Finte, die ich mit am geilsten mag, ist im Tempo vorbeilaufen am Gegenspieler. De Bruyne gegen Borussia Dortmund, was der gemacht hat mit Mats Hummels, mit den anderen. Ey, der ist nur geradeaus immer mehr nach innen gelaufen, hat den Ball immer ein bisschen mehr nach innen gelegt. Und das ist es, was es im Fußball heutzutage ankommt. Speed, 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 Körper einsetzen, Speed mitnehmen. Here we go. Ja, ich mach's ganz ein bisschen flüssiger schon, ich baue richtig Tempo auf. Let's go. Ja, reinziehen. Boom, boom. Marvin Hitz hat den Ball dann gegen De Bruyne noch ganz gut gehalten. Weiß nicht, ob er meinen Schuss gehalten hätte, wahrscheinlich auch. Aber das sind die fünf effektivsten Finten, die es im Moment im Markt gibt. Die kannst du nirgendwo anders kaufen, außer bei mir. Ja, wenn du andere Sachen noch haben willst, besser werden willst, check meine Kurse ab unten in der Info-Video-Beschreibung. Und ich würde sagen, umsetzen. Was ist deine Lieblingsfinte? Welche feierst du am meisten? Hast du vielleicht sogar noch eine andere Finte, die du gut magst, die du gut kannst? Ben fängt schon an zu lachen, ich weiß auch nicht warum. Und dann würde ich sagen...
abonniere meinen Kanal, wenn du neu bist, um besserer Fußballer zu werden, um zu deiner besten Version zu kommen. Leite das Video weiter an deine Kumpels, an deine Offensivkumpels, damit ihr kranke Buddies werdet im Spiel und alles zerstört. Und like das Video, kommentiere es, wie es dir gefallen hat. Ich laufe noch so weiter bis zum Zaun, bis ich nicht mehr weiterlaufen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace out an Hadi. Ciao, oder? Okay.